Kapitel 1. Es geht aufwärts. John, wach auf, John! Ich muss heute zur Schule. John, heute gehe ich mit Carota und den anderen zur Schule. Ich warte an der Tür auf dich. Ja, ich bin gleich soweit. Die stündlichen Schmortopfelinsel-Nachrichten. Schmortopfelinsel-Nachrichten. Kann ich die nochmal schnell schauen? Nee, komm, wir müssen los. Na, Felix, ein kleiner süßer Kater. Hm? Mal nicht so viel Blödsinn. Ja. So, zur Schule geht's hier lang. War das hier lang? Ja, hier war Schule. Ruhe! Okay. Lästige Göre! Bleib stehen! Ich bin neu hier. Heute ist mein erster Tag. Dein erster Tag? An meiner Schule? Und wer hat gesagt, dass meine Schule besuchen darfst? Ausgerechnet du! Bürgermeister? Still! Ohne Empfehlungsschreiben besucht niemand meine Schule! Oh komm, was bist denn du für eine olle Zimtzicke? So ein schräges Weib. Guck mal, hier ist doch was. Vorhin habe ich Bomben bei so einem Zeichen gekriegt. Warum kriege ich jetzt keine Bomben? Okay. Wie kriege ich jetzt, da lang. Haus des Bürgermeisters. Solltest du nicht in der Schule sein, Sam? Ja. Empfehlungsschreiben. Wie könnt ihr denn sowas vergessen? Los, geh schon, der Bürgermeister müsste wach sein. Aber seid vorsichtig, er ist morgens sehr gereizt. Nachmittags ist es aber auch nicht besser. Eigentlich ist es nie gut bei ihm. Oh, der Bürgermeister will nicht gestört werden. An eurer Stelle würde ich verschwinden. Nein, wir brauchen ein Empfehlungsschreiben. Stehen bleiben! Wir sind hier, um uns ein Empfehlungsschreiben vom Bürgermeister zu holen. Empfehlungsschreiben? Wie? Gut, das geht wohl in Ordnung. Was sag ich doch. Also. Wahnsinn! Das Haus ist riesig! Der Bürgermeister muss super reich sein. Wer ist denn da? Oh, John! Wie seid ihr beide reingekommen? Also, Schule. Wann habe ich was von Schulbesuch gesagt? Gestern, in der Mine. Ein schäbiges Kind wie du hat in der Schule nichts verloren. Du musst dich irren. Sie wollten uns sehen, Herr Bürgermeister? Oh, kleine Sammy, was machst du noch hier? Solltest du nicht in der Schule sein? Sieh eine an. Schwänzt du etwa? Hattest du nicht versprochen, auf deinen Lehrer zu hören? Versprechen sollte man nicht brechen. Wahre Worte wurden nie gesprochen. Diejenigen, die ihr Wort brechen, werden direkt zum alten Charon geschickt. Nicht wahr, Herr Bürgermeister? ja, natürlich. Man sollte immer sein Wort halten. Lauf schnell zur Schule, kleine süße Frechdachs. Aber ich brauche ein Empfehlungsschreiben. Richtig. Bitteschön. Verliere es nicht, sonst kommst du nicht rein. Jawohl, ein Empfehlungsschreiben. Was wir vom Bürgermeister erhalten haben.
Nee, warte mal kurz. Wartet mal kurz. Felix, nicht mit dem Kabel spielen. Komm her. Komm her. Dummköpfe, niemand. Ich wiederhole, niemand erhält ohne meine Erlaubnis Zutritt. Geht mir aus den Augen. Verdammt, wie gut, dass ich nicht da drin bin. Jo, wie gut, dass wir davon können. Warte mal, ich will mal hier gucken, ob der Schatzsensor ausschlägt. Oh ja, das tut er. Marken gefunden, 3 Stück. Glück gehabt. Super. Wir gehen gleich zur Schule. Sammy, ich will bloß noch mal gucken, ob hier irgendwo was versteckt ist. Aber scheint nicht so der Fall. Was ein Loser wie dein Alter. Loser! Bams! Loser! Bams! Boah, ich hasse Mobbing. Hab ich's gesagt, dass du mich ansehen darfst? Wenn du kein Loser sein willst, musst du zur Oberfläche. Wie dein verrückter Vater. Wie dein verrückter Vater. Wer will zur Oberfläche? Meinst du damit die verbotenen Lande? Bei der Mine? Ganz genau. Und dann kehrt er nie wieder zurück. Hört auf damit. Da kommt noch jemand Grandis. Das ist die Kleine, die John von der Straße aufgesammelt hat. Niemand will sie. Sie ist echt komisch. Und sieht euch die Haare an. Warum sieht sie so weiß? Wie bei einer ollen Hexe. Olle Hexe, olle Hexe. Ihr sollt andere nicht ärgern. Ja, und was willst du dagegen tun? Der Bürgermeister ist Grandis Onkel. Der Bürgermeister. Ja, du willst doch nicht an seiner Stelle an die Oberfläche gehen, oder? Vielleicht schon. Dort oben gibt es nichts Schreckliches. Eigentlich ist es ganz schön dort oben. Blauer Himmel, grünes Gras. Wer bist du? Das wirst du herausfinden. Eines Tages. Wartet, ich muss mal schnell Kätzchen hochholen. Komm her, mein Großer. 12 Wochen alter Kater. Ist gerade sehr aktiv. Geh jetzt, dein Schicksal erwartet dich. Psst, der Papa nimmt gerade auf, mein Großer. Schön leise sein. Für wen hältst du dich eigentlich, so mit mir zu reden? Du bist nichts weiter als ein Straßenköter. Straßenköter? Hey, hör zu, Grandis redet mit dir. Was hast du gesagt? Spielt keine Rolle. Gehen wir. Psst. Ja, mein Großer. Boah, komm her, lass dich knuddeln. Du hast keine Angst vor ihnen? Nein. Wie bei den meisten ist es einfach nur so, wenn die in der Gruppe sind, sind sie ganz stark. Aber alleine? Totale Schwächlinge. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ohne Empfehlungsschreiben. Alte Hexe, die hatte auch ein paar Haare auf die Zähne, oder? Das Empfehlungsschreiben, wie gewünscht. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber... Na gut. Dann verhalte dich klug, junge Dame, und mach mir keinen Ärger. Juhu, ich gehe zur Schule, John. Bitte hol mich 14 Uhr wieder ab. Hallo?
Heute ist kein Tag der offenen Türen. Eltern sind in der Schule nicht willkommen. Moor ist ja okay. Schrofe Hexe. Du sollst nicht mit dem Kabel spielen, Katerchen. Ja, ja. Wegen dir muss ich mir noch einen Wireless-Controller holen. So, es wird noch eine Weile dauern, bis der Unterricht vorbei ist. Vertreibt ihr die Zeit im Umkreis der Stadt? Och nein. So, meine Position, Schnellreise. Wie kann ich Schnellreise machen? Ach, gucke an. Wir können einfach so eine Schnellreise machen. Cool. Rück nach Arbeit, was? Wie sieht's aus? Willst du dein Arbeitsleben auf der Farm ausprobieren? Ja, sicher. Ich meine natürlich. Ja, klar. Sicher doch. Sieh einer an! Wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht? Willkommen auf der Sonnenscheinfarm. Ziemlich warm hier, nicht wahr? Das liegt daran, dass die Farm direkt neben der alten Ruine liegt. Dort soll es heißen Dampf geben. Autsch! Aber das spielt keine Rolle, oder? Nee, du bist hier, um die wahren Stars der Show zu sehen. Das Herz und die Seele unserer Farm. Die Topfgraben! Was? Mit ihren Panzer stimmt was nicht? Ha, das sind keine Panzer, das sind Töpfe! Kapiert? Topfgraben. Das ist der Schlüssel. Wir pflanzen die Samen der Schmöpfel in den Töpfen an. Dann stellen wir die Töpfe auf die Graben. Dadurch rennen die kleinen Viecher wie verrückt herum. Je schneller sie rennen, desto größer wachsen die Samen. Und wenn unsere zehnbeinigen Freunde nicht mehr rennen können... Nun, dann ist der Schmöpfel reif. Man sieht es ihr vielleicht nicht an, aber das Gewicht dieser Frucht ist nicht ohne. Das gilt vor allem für dieses Exemplar. Nur unsere stärksten Krabben können die Früchte mit den roten Blättern wachsen lassen. Letzten Endes müssen die Früchtchen in dieses Loch hier rein. Das ist alles. Wir sind für heute fertig, Jungs. Was passiert mit den Topfkrabben? Nun ja. Das willst du lieber nicht wissen. Pau. Ach so. Bam. Und Ka-Chao. Oh, das war falsch rum, aber gut, dass ich drehe. Auf Elmer schlagen kann. Boah, die Frucht ist aber hartnäckig hier. Kannst du dir jetzt mal da reinhauen? John, was ist los mit dir? Wo haust denn du die Frucht hin, sag ich mal? Hier oben ist noch so ein Früchtchen. Nimmst du die gleich mit? Naja, fast. Und? Katsch. Nee, warte, einer kommt noch. Oh, schnell, bevor die Krabbe da ist. Na, du blöde Krabbe, hätte ich fast gesagt. Ah, okay, okay. Gut, das sehe ich jetzt, dass ich den Schlag sogar steuern kann. Okay, okay, okay. Komm, die eine kriegen wir noch. Ja, haben wir noch bekommen. Super. Jawoll. Eine Punktzahl von 145. Bisher meine beste Leistung. War auch mein erstes Mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Für einen Neuling warst du echt gut. Hier ist deine Bezahlung für heute. 50 Salz. Nö, das ist doch angenehm. Geht es um Großauge? Sein Vater ist dieser berüchtigte Fantast. Ich hab's von meiner Mutter gehört. Er hat behauptet, dass er an der Oberfläche war. Er wollte, dass alle mit ihm dorthin ziehen. Also hat er den Bürgermeister zum Charon geschickt.
Mit ihm sollte man sich wahrscheinlich besser nicht abgeben. Gebt sie mir zurück. Er ist wirklich da rein. Wo ist sie? Wo ist meine Münze? Ah! Jetzt kriegt er Ärger. Das ist so gemein. Halt dich lieber raus, sonst ärgern sie dich auch. Ja, tu einfach so, als hättest du nichts gesehen. Nein. Vor sowas sollte man sich nicht verschließen oder die Augen wegdrehen. Kann ich rein? Das klingt nicht gut da drinne. Halt! Warte! Warte! Da war was mit A! Ich hab's genau gesehen. Geil. Fernseher anschalten. Bin gleich bei euch. Ich muss mich bloß hier nochmal umschauen. Ein Mauseloch. Kann ich hier was machen? Nö. Okay. Leider nicht. Kann ich hier rein? Was gibt's hier? Ah, ein paar Kinder. 12, 13, ich hab gewonnen, haha. Oh Mann, wieder falsch. Gestern hatte nur 11 Mal geschnarcht. Haben wir gewonnen? Das heißt, das Box gehört jetzt uns, ja? Hey, ich hab geschummelt, das ist unfair. Niemand hat gesagt, dass man nicht schummeln darf. Jeder die Hälfte, ja? Ah, Kinder. Schon manchmal recht knuffig. So, hey Kiddies. Darauf würde ich mich nicht einlassen. Das ist mir egal. Ich bin erwachsen. So, erstmal die Schule plündern. So ein Tafelschwamm nehme ich gerne mit. So, was haben wir hier? Mülleimer. Sieht aus wie zu Hause. Schnell weg. Wem gehört dieser Klassenraum? Ich hab hier wieder Netz. Ha! Jawoll! 3 Marken. Hat sich gelohnt. Du schon wieder? Was? Egal. Er wollte unbedingt dort rein. Gehen wir. Ekelhafte Zicken. John, was machst du hier? Spielt keine Rolle. Wir müssen Daniel helfen. Ernsthaft? Willst du wirklich da rein? Angeblich lebt dort unten ein feuerspuckender Drache aus Eisen. Man sollte lieber vorsichtig sein. Ja, ist kein Problem. Kann eigentlich nur ein Ofen sein. Sam, dreh dich mal kurz um. Ich muss mal kurz pieseln. So, Hände waschen. Ganz wichtig. Ach, ich steck's einfach in die Tasche, dann ist okay. Okay, das ist jetzt gruselig. Was ist das für blaues Licht? Unterirdischer Tunnel. Und das mit Sam. Sam, bleib immer schön hinter mir. Wir holen Daniel und dann sind wir weg. Alter, was ist das denn? Die neue Art einer fleischfressenden Pflanze, oder? Natürlich, hier gibt's wieder Schnecken. Upsa. Na, was sagt er dazu? Schlange, hä? Lass dir schmecken. Kapau. So. Die wachsen nach. Das ist so blöd. Daniel das gemacht? Ganz ehrlich? Wenn hier so ein Drückschalter ist, dann müsste der eigentlich da oben sein, wenn Daniel hier durch ist. Oder der Drache hat ihn komplett entführt. Auf dem anderen Weg. Ach, komplett entführt, das ist auch so geil. Nehmt eure gierigen Beißer von uns.
Du hast ein Herzkugel aufgesammelt. Finde 3 weitere, um dein Herzanzahl zu erhöhen. Geil. Das ist wirklich cool. Ei gefunden? Sammy, es gibt morgen Rührei. Lass mich zudrücken. So. Ist meine Pfanne jetzt eigentlich stärker? Nee, war die ist... Oh, das war knapp. Ist einfach nur ein bisschen robuster. Ah, ihr blöden Viecher! Naja, du kriegst sowas von Ende verwachtelt. Klappe jetzt. So. Na, lasst uns in Ruhe. Blöd, wenn die von oben runterkommen. Schnell! Jawohl. Hier drin. Ich hab ihn gefunden. Daniel. Wie hast du... Es wird alles gut. Wir sind hier, um dich zu retten. Was machen die da unten? Ist vielleicht was passiert? Vielleicht sind sie auf den Eisendrachen gestoßen. Möge Gott ihre Seele gnädig sein. Sag sowas nicht! Sam wird es schaffen, ganz bestimmt. Außerdem ist der alte Rauschebart bei ihr. Wir haben es geschafft! Los! Ihr habt mich gerettet. Danke. Tada! Sam, du bist in Ordnung. Was ist da unten passiert? Grauauge ist wie der Blitz weggerannt. Grauauge? Ihr habt echt Mumm, in diesem Loch runterzusteigen. Ja. Könnt ihr mal sehen. Sam, bist du eigentlich fertig mit Schule? Können wir jetzt gehen? Ich mag hier nicht mehr sein. Ja, Schulschluss. 2. Also, stand zumindest auf der Uhr. Letzte Flasche. Okay, das war's für heute. Das Abendessen ist fertig. Wo steckt ihr alle? Ha. Nochmal so ein Überblick von dieser wunderschönen Stadt, bevor wir Richtung Himmel fahren, also an die Oberfläche. Das war die Glocke. Machen wir Schluss, Leute. Für heute ist die Arbeit erledigt. Endlich Feierabend. Ich bin nicht neidisch, echt neidisch auf John. Ja, aber ist das, was unter der Schule ist, nicht viel gefährlicher als die Mine? Es ging. Ich glaube, mein Vater. Ich habe sie auch gesehen. Die Welt über der Erde. Echt? Ja. John, hol die Bratpfanne raus. Und wenn niemand guckt, einfach mal so aus Versehen von hinten. Täte der jungen Dame mal gut. Welcher William? Welche Welt über der Erde? Davon habe ich nichts gehört. Da hast du schon Radartüten auf dem Kopf und hörst trotzdem nicht. Also bitte. Mit solchen Empfängern müsstest du alles mitbekommen. Okay. Laut Karte sollen wir wieder zurück. Zu unserem Bus, war? Ja. War ein aufregender Tag. Daniel hat mir von seinem Papa William erzählt.
Er hat immer behauptet, dass er die Welt an der Oberfläche gesehen hat. Kennst du William schon? Nein, leider nicht. Aber keiner hat ihm geglaubt. Alle nannten ihn ein Phantasten. Ein Phantastan. Und dann ist er einfach puff verschwunden. Man sagt, dass Menschen, die lügen, zum Charon geschickt werden. Hast du schon mal vom Charon gehört, John? Ja, kein netter. Hey, John. Denkst du, dass ich eine Phantastin bin? Du bist fantastisch, Sam. Ich habe die Welt in der Oberfläche wirklich gesehen. Sie ist blau und grün und riesig. Sie ist riesig, John. Frau Wahr hat gesagt, dass morgen Tag der offenen Tür in der Schule ist. Du musst auch kommen, John. Das mache ich. Das mache ich. Du solltest Sam danken, weißt du? Ja, ohne sie wäre es dir wie deinem Vater ergangen. Hey, sag sowas nicht. Das ist schon okay. Das bin ich gewöhnt. Daniel! Steh nicht so rum. Mach schon! Sam, wegen gestern. Also du und dein Vater. Als ihr mich gerettet habt. John ist nicht mein Vater. Er ist einfach nur John. Oh, stimmt. Tut mir leid. Du meine Güte. So wird das nie was. Was Großauge sagen möchte, ist, dass er für eure Hilfe gestern dankbar ist. Ja. Ich danke. Das ist alles nur wegen der Lüge meines Vaters. Dein Vater hat nicht gelogen. Die Welt über uns. Das reicht. Hä? Du musst mir versprechen, nichts davon in der Schule zu erzählen. Wenn die Schulleiterin davon erfährt, dreht sie durch. Dann mal los. Es wird auch nicht gefallen, wenn wir zu spät kommen. John, ich gehe zur Schule. Ach, und die Superantenne da unten stand auch wieder rum. Sieht gut aus. John, es ist Zeit für die Schule. Okay, ich bin bereit. So, okay. Neuer Tag. Neues Glück. Meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.